Herzlich willkommen zum heutigen Video. In Österreich stehen die Winterferien an, das heißt, es ist die Zeit des Kofferpackens, der langen Autofahrten und des Skifahrens. Doch wie willst du neben dem Wellnessurlaub, dem Skifahren noch ein bisschen Sport machen? Das zeigen wir dir jetzt. Grundsätzlich kann man Sportler im Urlaub in zwei Arten aufteilen. Einerseits die Komplettentspanner, die sich wirklich diese eine Woche als Auszeit nehmen und komplett auf den Sport verzichten, dabei den Wellness genießen und in die Sauna gehen, sich massieren lassen. Andererseits gibt es die Sportler, die diese Woche als volles Trainingslager sehen. Sie denken sich, jetzt habe ich eine Woche Zeit, jetzt kann ich Vollgas geben. Dabei wird nach dem Skifahren dann noch ein Dauerlauf absolviert und jeden Tag Vollgas gegeben. Und wir zeigen dir jetzt einfach 5 Kleinigkeiten, auf die du achten kannst, damit du im Urlaub auch richtig fit bleibst. Wenn du zu den Menschen gehörst, die eher die Trainingslagertypen für den Urlaub sind, dann ist jetzt dieser Tipp genau richtig für dich. Denn du solltest im Urlaub nicht einfach ein ganzes Trainingslager absolvieren. Das heißt, du lässt die Intensitäten normal, führst dein Training einfach so wie bereits daheim durch. Weil du gehst eh nebenbei Skifahren, gehst wandern oder machst andere Aktivitäten, die deinen Körper fordern. Darum ist es nicht notwendig, das Training zu steigern bzw. mehr Intensitäten zu absolvieren. Außerdem fährst du dann schnell Gefahr, dass du dich verletzt, weil du andere Gegebenheiten an deinem neuen Urlaubsort hast und eben der ganze Tagesablauf anders ist. Darum würde ich empfehlen, schau, dass du fit bleibst, das heißt, du machst Dauerläufe, machst ein wenig Krafttraining, tust mobilisieren, dehnen und dieses Ganze drumherum, aber schau, dass du nicht mehr als sonst machst, weil sonst läufst du Gefahr, dass du eben schnell K.O. bist und vom Urlaub nicht viel hast. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nicht alleine auf den Urlaub fahren. Sicher fahren Freunde oder deine Familie mit. Das Wichtige ist bei deinem Training, dass du den Trainingsplan mit deinen Mitreisenden abstimmst. Weil nichts ist nerviger für die, als wenn sie etwas geplant haben und du auf einmal nicht da bist. Vielleicht schaffst du es ja sogar, jemanden dazu überzeugen, dass er gemeinsam mit dir einen Dauerlauf macht. Weil was macht mehr Spaß, als zu zweit laufen gehen? Am besten, du planst das Training immer gemeinsam mit deinen Mitreisenden am Vortag für den nächsten Tag, weil so kommt es zu keinen Kollisionen des Programms. Im Urlaub wird wahrscheinlich nichts daran vorbeiführen, das Training in den Morgen- bzw. in die Abendstunden zu legen. Denn du hast wahrscheinlich ein ausgiebiges Programm mit deinen Mitreisenden oder du gehst Skifahren, hast einen Wellnessurlaub und entspannst. Dadurch ist es nicht möglich, dass du zum Beispiel untertags einfach laufen gehst, weil es einfach das komplette Programm durcheinander bringen würde. Zudem ist es im Hotel bzw. im Urlaub, wenn du einfach im Urlaub bist, oftmals so, dass du sehr ausgiebig isst und dies sich im Magen lange Zeit anlegt. Das heißt, du musst zum Beispiel in der Früh laufen gehen vor dem Frühstück, weil da ist der Magen noch leer, oder am Abend, weil du da schon etwas verdaut hast. Zudem kannst du am Abend dann den ganzen Tag Revue passieren lassen und die coolen Dinge des Tages nochmal eben in Gedanken durchgehen und so eben auch ein bisschen entspannen. Der Vorteil, wenn du in der Früh laufen gehst, ist, dass dein Körper relativ schnell aktiviert wird und du Spaß hast, in den Tag zu starten, weil du eben voller Energien bist. Also, verschieb wahrscheinlich dein Training lieber in den Morgen bzw. in den Abend, das musst du entscheiden, was du für ein Typ bist und dann wird es kein Problem geben mit dem Training. Genieße das Laufen im Urlaub einfach. Zu Hause kennst du jeden Meter in- und auswendig von deinen Trainings, weißt ganz genau, wo du die 5 Kilometer erreichst, wo die 10 Kilometer sind, weißt für jedes Training eine eigene Runde und findest einfach nichts mehr Neues dran. Im Urlaub schaut das Ganze anders aus. Du kommst auf ein komplett neues Terrain, weißt nicht, wo du 5 Kilometer erreichst, weißt nicht, was um die nächste Kurve kommt. Es ist einfach ein kleines Abenteuer. Und da du sowieso eine GPS-Uhr besitzt wahrscheinlich, kannst du dich auch nicht verirren. Speicher einfach die Koordinaten von deinem Hotel ein und so findest du auf jeden Fall wieder zurück. Genieße die Zeit einfach, lern neue Strecken kennen und genieß einfach die Natur und lass dich entspannen. Das waren eigentlich schon unsere wichtigsten Tipps fürs Urlaub machen in Kombination mit Sport. Doch eins können wir dir nochmal sagen, genieß die Zeit, schau, dass du runterkommst, weil du wirst nie wieder so viel Zeit haben für dich und deinen Körper. Denn nach dem Urlaub geht es direkt wieder in die Schule, ins Arbeitsleben oder eben in deinen sonstigen Alltag, der dich gefangen hält. Darum ist es wichtig, im Urlaub zu entspannen und die Zeit einfach zu genießen. Gerne kannst du uns an deinen Erfahrungen mit Sport im Urlaub teilhaben lassen. Schreib uns dazu einfach unten einen Kommentar und erzähl uns, wie du Sport mit Urlaub kombinierst. Wir wünschen dir jetzt eine schöne Woche im Urlaub. Genieß die Zeit, hab Spaß und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.